Heute Morgen ging bei der Polizei ein Notruf ein. Oliver Dietz fand seine Wohnung verwüstet und den Boden voller Blut vor. Von seiner Frau Lisa fehlt bisher jede Spur. Der Inhaber eines Fitnessstudios wird zurzeit auf dem Präsidium befragt. Herr Dietz, es tut uns wirklich leid, aber so wie die Kollegen den Tatort vorgefunden haben, gab es da eine Menge Blut. Entschuldigung, das ist wichtig. Sekunde. Ja, Kollege, gut, dass du anrufst, ja? Mit dir wollte ich sowieso mal reden. Herr Dietz ruft zurück. Was soll denn das? Was ist das für eine Aktion? Das frage ich mich gerade auch. Haben Sie meine Kollegin gerade nicht verstanden, ne? Ihre Wohnung ist voller Blut. Und Ihre Frau ist wahrscheinlich tot. Doch sie scheint das Ganze gar nicht zu interessieren. Kann das sein? Ich heiße Lara Grünberg, Kriminalhauptkommissarin. Mein Name ist Bernie Kuhnt, Kriminalhauptkommissar. Zusammen. Ah, hallo, Tag zusammen. Hi, schön, dass ihr da seid. Sieht zwar wild aus, können wir schon rein? Ja, hier vorne in dem Bereich sind wir soweit fertig. Aber halt, stopp. Die Überzieher erst anziehen. Alles dabei. Was sein muss, muss sein. Also hier vorne in dem Bereich ist es scheinbar zu einem Kampf gekommen. Aha. Guckt, dass ihr nirgendwo drauf tretet. Unser Tatort ist, wenn du reingehst, vorne links. Mhm. Ach du Scheiße. Eieiei. Kannst du schon was sagen dazu? Also aktuell sichern wir noch DNA-Spuren. Einbruchspuren haben wir keine festgestellt und auf den ersten Blick ist jetzt auch nichts abhandengekommen von Wert. Wir können aber sagen, dass die Besitzerin des Hauses spurlos verschwunden ist. Und auch eine potenzielle Tatwaffe haben wir bislang nicht finden können. So aus deiner Erfahrung heraus, wie viel Blut ist denn das? Ja, muss ich schätzen. 2 Liter ungefähr, würde ich sagen. Oh, scheiße. Also können wir davon ausgehen, dass das Ganze hier tödlich beendet wurde? Bei der Menge an Blut auf jeden Fall. Klar. Dazu mich aufzuhalten. Ich will zu meiner Tochter. Die wohnt hier und ich gehe jetzt hier rein. Ich habe das Recht, dieses Haus zu betreten. Jetzt gehen Sie endlich zur Seite. Wenn Sie mir schon nicht sagen, was los ist, dann lassen Sie mich durch. Beruhigen Sie sich mal bitte. Kriminalpolizei, was ist denn los? Wer sind Sie? Axel Dietz ist mein Name. Ich wollte zu meiner Tochter, die hier wohnt. Sie ist nicht gekommen. Ist irgendwas mit ihr? Herr Dietz, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir von der Mordkommission sind. Was sagen Sie? Mordkommission? Was soll denn das bedeuten? Wo ist meine Tochter? Das wissen wir nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es in dem Haus zu einer Auseinandersetzung gekommen ist. Wenn Oliver ihr etwas angetan hat, ich schwöre bei Gott, dann mache ich... Herr Dietz, beruhigen Sie sich. Ich schlage vor, Sie kommen einfach mit uns zum Präsidium und da stellen wir Ihnen einfach noch ein paar Fragen und klären die ganze Sache auf. Okay? Sie können mitfahren. Klingt danach, als würden Sie Ihren Schwiegersohn verdächtigen. Na, Sie etwa nicht. Dann wird das aber höchste Zeit. Dieser Oliver ist ein totaler Versager. Ein Nichtsnutz. Erst heiratet er sich reich bei uns ein und dann nimmt er auch noch unseren Familiennamen an. Ich bitte Sie. Lächerlich. Und das hat Sie so wütend gemacht? Nein, das nicht. Aber dass er danach auch noch meine Lisa betrogen hat, das macht mich immer noch wütend. Ihr hat es das Herz gebrochen und ich hatte damals jeden Tag Angst, dass er sich was antut. Vor 2 Jahren hat er sein eigenes Fitnessstudio eröffnet. Der totale Flop. Fragen Sie mich nicht, wieso, aber für Sie ist dieser Oliver die große Liebe. Unglaublich. Für den hat sie sogar ihren tollen Freund Moritz Panda verlassen, damals. Und dieser Moritz Panda wäre der bessere Mann für Ihre Tochter gewesen? Oh ja, das war ein toller Typ. Charmant, intelligent, sympathisch und erfolgreich. Den armen Kerl hat er so mitgenommen mit der Trennung, dass er sogar ins Ausland, nach Spanien ausgewandert ist. Aber nein, es musste ja dieser Oliver sein. Und jetzt auf einmal mogelt er sich auch noch in die Lebensversicherung meiner Tochter ein. Sagen Sie mal, warum sollte eigentlich ausgerechnet ich meiner Frau was angetan haben? Naja, wir wissen von ihren Affären. Und vielleicht kam es ja deswegen zum Streit mit ihrer Frau. Und sie sind ausgerastet und dann ist das Ganze aus dem Ruder gelaufen. Lächerlich. Sollte ich da nicht irgendwo blaue Flecken oder Kratzspuren haben oder sowas? Ja, oder sie haben sich erfolgreich gewehrt. Dürfte Ihnen ja nicht schwerfallen, oder? Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich habe meine Frau gestern Abend das letzte Mal gesehen und da war sie quicklebendig. Und das mit der Affäre, das ist verdammt noch mal Jahre her. Das war ein Ausrutscher. Den habe ich bereut und das ist nicht mehr passiert und es wird auch nie wieder passieren. Ich liebe meine Frau.
Wir wissen außerdem von Ihren Schulden durch das Fitnessstudio. Der käme ja die Lebensversicherung Ihrer Frau Ihnen zugute, oder? Ich meine, 500.000 Euro, das ist schon was. Hier, musst du aufs Klo? Sieht ja toll aus hier. Das ist auch schön. Junge, 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 ey. Schönen guten Tag. Hallo. Ach, hallo, ihr zwei. Seid ihr die vom Probetraining? Ihr seid aber leider eine halbe Stunde zu spät. Nee, wir sind die zwei vom, von der Kriminalpolizei. König, Sommer, hallo. Wir hätten ein paar Fragen bezüglich Ihres Chefs. Katharina, ich würde dann übernehmen. Machst du die Liste eben zu Ende? Guten Tag. Guten Tag. Michelle Wiecher, die stellvertretende Studioleiterin. Hallo. Kann König. Ich Ihnen helfen? Hallo, Sommer. Wir haben ein paar Fragen zu Oliver Dietz. Frage Nummer 1. War der heute Morgen schon hier im Fitnessstudio? Ja klar, wir sind zusammen die Kurspläne durchgegangen. Wieso? Ermitteln Sie etwa gegen Oliver, oder? Frau Richard, also wirklich, hören Sie. Oliver ist der liebste Mensch auf Erden. Es ist nur jetzt gerade ein bisschen ungünstig für lange Fragen, weil ich habe noch einen externen Termin und wir sind heute ziemlich beschäftigt hier. Ganz kurz. Rufen Sie einfach an, wenn noch Fragen bestehen oder so. Ich bin telefonisch erreichbar. Tschüss. Tschüss. Danke. Das war sportlich. Ist ja auch ein Sportstudio. Frau Dingens. Ja, Frau Schmidt. Schmidt, ganz kurz noch ja, mal. Ja, bitte. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Haben Sie denn heute Morgen hier Ihren Chef schon gesehen? Ich glaube nicht. Ich schließe zwar jeden Morgen die Tür auf, aber da sehe ich nicht unbedingt, ob er im Büro ist oder nicht. Okay. Allerdings gibt es da noch etwas. Aha. Was ist denn? Sie haben doch wahrscheinlich den kaputten Spiegel gesehen beim Reinkommen, oder? Der Spiegel, der ist kaputt hier. Ja, ja, was ist denn damit? Ja, richtig. Also der Oliver, der hat manchmal schon ziemliche Aggressionen und da hat er letztens eine Hantel gegen geworfen. Und warum hat Frau Wichert gerade gesagt, dass es der liebste Mensch der Erde sei? Vielleicht, weil sie ihn einfach nur in Schutz nehmen möchte, weil hier im Team geht schon länger das Gerücht rum, dass zwischen den beiden mehr als nur Arbeit läuft. Das heißt, die beiden haben was am Laufen, hä? So wie es aussieht. Vielleicht wollte er sie ja nur entführen, verstehst du? Weil Schwiegerpapa hat ja Kohle. So, die ganze Geschichte, die Entführung lief schief, seine Frau hat ihn wiedererkannt und plötzlich floss Blut. Hm? Ja? Ah, moin ihr beiden, super. Moin. Ich wollte sowieso gerade zu euch. Wir haben nämlich super interessante Bilder gefunden auf dem Laptop von Lisa Dietz. Ich habe die mal hier aufs Tablet gezogen. Guck mal, dann würde ich euch die gerne zeigen. Yeah. Wir wissen übrigens jetzt auch sicher, dass das Blut am Tatort von Lisa Dietz stammt. Ach, sind ja schon ein bisschen verliebt aus, ne? Das Ganze passt ja auch zu der Aussage von der Mitarbeiterin von Oliver Dietz. Die hat doch was angedeutet von wegen Verhältnis zwischen den beiden. Ich frag mich nur, wie Lisa Dietz an die Bilder gekommen ist. Das sind auf jeden Fall echt gute Fotos. Tolle Auflösung. Und es sieht so aus, als wenn die auch aus einer ganz guten Entfernung geschossen wurden. Ein Privatdetektiv? Lisa Dietz beauftragt einen Privatdetektiv, um zu überprüfen, ob Oliver Dietz sie mal wieder betrügt? Ja, kann schon sein. Und vielleicht hat sie ihn dann damit konfrontiert, er ist ausgerastet und hat sie angegriffen. Du meinst, Oliver Dietz und Michelle Wiechert stecken unter der Decke? Du, mir fällt gerade ein, im Hinterhof von dem Fitnessstudio stand auch sowas wie ein Firmenwagen. Den haben wir uns bislang noch gar nicht angeguckt. Ja, genauso wenig wie das Auto von Michelle Wiechert. Herr Dietz, wir haben da was für Sie. Die haben ja in Ihrem Fahrzeug gefunden. Und damit haben Sie Ihre Frau getötet. Stimmt's? Nein, das habe ich nicht. Ja, für uns stellt sich jetzt die Frage nach dem Warum. Vielleicht, weil Sie dann die Schulden mit der Lebensversicherung Ihrer Frau tilgen können? Sagen Sie mal, was soll die ganze Scheiße hier eigentlich? Ich bin's nicht gewesen. Vielleicht hat Ihre Frau Sie auch dabei erwischt, wie Sie wieder fremdgegangen sind. Mit Michelle Wiechert. Ist lächerlich. Michelle und ich sind Kollegen, ja. Und mehr war da nie. Mehr war da nie? Sicher? Ja, ganz sicher. Wäre dabei gewesen. Und die blutige Hantel in Ihrem Fahrzeug ist auch so harmlos, oder was? Ja, es stimmt. Ich stehe auf Oliver, okay? Aber das heißt noch lange nicht, dass da irgendwas gelaufen ist. Und ja, ich hab's auch probiert. 1000 Mal sogar. Aber der hat sich nicht rumkriegen lassen. Also da liegt absolut gar nichts. Mhm. Okay.
Bitteschön. Warum sind die denn her? Sind Sie immer noch sicher, dass da nichts gelaufen ist? Sorry, aber das ist doch nun wirklich kein Beweis für eine Affäre. Nicht? Ich weiß ja nicht, wie Sie Beziehungen führen, aber meinen Sie nicht auch, dass wenn da wirklich mehr gelaufen wäre zwischen mir und Oliver, dass es da nicht ein paar eindeutigere Fotos gäbe? Das soll also Ihr Hauptbeweis sein. Eine blutige Hantel in meinem Auto. Hm. Tja, aber Sie wollen doch nicht sagen, dass das hier nichts ist, oder? Sag mal, für wie doof halten Sie mich eigentlich? Ich habe ein Fitnessstudio, natürlich habe ich Hanteln. Und glauben Sie, ich erschlage mit einer von meinen Hanteln meine Frau und lege die blutige Hantel in meinen Kofferraum und warte nur drauf, bis die Polizei sie findet, oder was? Und wie kamen die sonst in Ihren Kofferraum? Ja, was weiß ich. Irgendwer wird sie da wohl reingelegt haben. Ist doch Ihr Job, das rauszufinden, oder nicht? Wir vermuten, dass Lisa Dietz einen Privatdetektiv auf ihren Mann angesetzt hat, um Beweise für seine Untreue zu sammeln. Naja, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber für einen Privatdetektiv hat er sich schon ziemlich auffällig verhalten. Okay, wie meinen Sie das jetzt? Ich habe den einmal gesehen in seinem Auto, als ich Oliver nach Hause gefahren habe. Und dann habe ich den Typen angestarrt und habe gesehen, dass er eine Kamera dabei hat. Der hat nur blöd zurückgeguckt und ist dann abgefahren. Und was hat Herr Dietz dazu gesagt? Der meinte, dass ich mir das nur eingebildet hätte. Und dann wollte ich auch nicht blöd rüberkommen und habe auch nicht länger drüber nachgedacht. Okay. Sagen Sie, könnten Sie uns eine Personenbeschreibung geben? Sorry, nee. Also so genau kann ich mich an den Typen jetzt auch nicht mehr erinnern. Aber an das Auto, das war so ein kleiner Wagen.